war, nicht etwa in Zürich gearbeitet hat, sondern direkt in Landersheim, dem damaligen Adidas France-Sitz von Horst Dassler, und da eigentlich ständig eine symbiotische Partnerschaft mit Adidas hatte. Das heißt, Dassler hat ihn auch immer wieder gerne als einen von uns vorgestellt. Blatter ist ein Freund der Firma und die Partnerschaft beruht auf Gegenseitigkeit. Als Top-Sponsor zahlt Adidas der FIFA viele Millionen Euro. Dafür bekommt Adidas oft eine Bühne. Club-WM 2007 Katar und der AC Mailand testen den Chip im Ball. Beim Turnier um den Weltpokal kann Adidas so für sich und sein neues System werben. Sollte die FIFA den Chip nun als marktreif anerkennen, hätte Adidas als Erfinder einen großen Wettbewerbsvorsprung. Die Gretchenfrage ist beispielsweise, würde die FIFA auch eine Technologie absegnen, die von Nike kommt, wenn sie herausstellen sollte, dass diese Technologie besser wäre? Doch andere haben scheinbar keine Chance. Beispiel Derbystar. Für das Unternehmen, das unter anderem den VfL Bochum ausrüstet, ist die enge Verzahnung zwischen Adidas und FIFA ein Problem. Dabei hat Derbystar um Joachim Böhmer selbst ein System zur Torerkennung entwickelt. Wir haben zusammen mit unserer Schwesterfirma, der Firma Select, auch schon seit längeren Jahren nach einem eigenen System geforscht und haben das auch weiterentwickelt und sind jetzt in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass wir ein fertiges System parat haben, was auch funktioniert. Und das haben wir auch vorgesehen gehabt, weil wir uns fokussiert haben auf Fußball als Ballspezialist, das im Fußball zu implementieren. Und haben dieses System auch der FIFA vor einigen Monaten schon vorgestellt, haben aber bis zum heutigen Tage keinerlei Response von FIFA bekommen, auch keine Einladung zum Gespräch oder das mal persönlich vorzustellen. Auf Anfrage von Sport Insight teilt die FIFA aus ihrer Zentrale mit, dass sie zum Thema Torliniensysteme bis zu ihrer Sitzung diese Woche in Schottland keinen Kommentar abgibt. Vor 2 Monaten hatte auch Derbystar vergeblich versucht, den aktuellen Entwicklungsstand zu erfragen. Wir haben im Januar anlässlich der ISPO, Sportartikelmesse, ein Lizenznehmertreffen gehabt von der FIFA. Da wurde also nicht über dieses Thema gesprochen, aber ich habe dann explizit nachgefragt, wie Stand der Dinge für diesen Chip ist. Da konnte uns die Marketingagentur der FIFA nichts sagen. Also man wurde nur informiert, dass also da momentan kein aktueller Stand bekannt gegeben werden konnte. Will die FIFA dann doch keinen Wettbewerb, sondern nur eine Lösung des Sponsors Adidas zulassen? Im Gegensatz zum Fußball hat der Handball-Weltverband sich schon entschieden. Für den Ball von Derbystar Select. Über eine drahtlose Verbindung zwischen Torgehäuse und Ball soll dem Schiedsrichter so jeder Treffer angezeigt werden. Und so dass man sagen kann, dass wir den ersten intelligenten Ball, so nennen wir ihn mal, bei uns heißt dieser Ball Eyeball, haben werden, der auf einem großen Turnier gespielt wird. Und dieses Turnier wird stattfinden bei der Handball-WM in Kroatien, wo dann unser Ball explizit gespielt wird. Derbystar. Das mittelständische Unternehmen vom Niederrhein ist kein Global Player. Die FIFA umgibt sich nur mit den finanzstärksten und wichtigsten, ob aus der Wirtschaft oder aus der Politik. Deutschland wollte die WM 2006, musste dafür der FIFA jedoch Steuerfreiheit gewähren. Während der Weltmeisterschaft bekam Blatter das Bundesverdienstkreuz. Wenn man sieht, wie selbst Regierungschefs und Staatsoberhäupter auch hierzulande vor diesen Leuten einknicken, kuschen, dann muss man daraus eigentlich auch ableiten, dass das Gleiche auch für Firmenchefs gilt. Sie müssen den Rücken krumm machen und müssen nehmen, was ausgeteilt wird, müssen die Forderungen erfüllen, die gestellt werden. Anders läuft das nicht, denn die FIFA ist ein eigener Planet, der um die Erde kreist und um sich selbst. Kein Oberschiedsrichter, kein Videobeweis. Dafür aber hat die FIFA mit dem Chip im Ball eine Marktlücke entdeckt. Eine Marktlücke für den Partner Adidas. Und nächste Woche bei Sport Insight. Der reichste Verein der Welt. Wie ein deutscher Manager den Hongkong Jockey Club führt.
Nächsten Montag um 22.45 Uhr im WDR. Sportliche Trappe aus gutem Nest sucht auf diesem Wege zärtliche Partnerin für die anstehende Paarungszeit. Abenteuer Erde, morgen 20.15 Uhr. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Fahrstühle, faszinierende Technik auf kleinstem Raum. Doch es gibt Aufzüge, da ist eine mulmig. Warum? Fragt Ranga Yogeshwar in Quarks und Co. Morgen 21 Uhr. WDR. Vietnam 1968. Opfer dieses Krieges sind auch Kinder. Wir hatten ja auch Kritiker, die gesagt haben, auch sie mir gesagt haben, damit beendet ihr den Vietnamkrieg nicht, wenn ihr hier zwei Kinder angeschleppt bringt oder 10 oder 100. Das ist eine Bagatelle. Für mich war das keine Bagatelle. Also wenn ich ehrlich sagen darf, dann wenn ich in Vietnam geblieben wäre, wäre ich nicht mehr am Leben. Wenn wir dieses Kind ablehnen, was soll das Kind machen? Es wird vielleicht immer abgelehnt, nicht? Und so haben wir uns dann für dieses Kind entschieden. Flughafen Köln-Bonn 2007. Margot Weyer ist auf dem Weg, ihre Tochter abzuholen, ihre Adoptivtochter. Vor knapp 40 Jahren gehörten die Weyers zu den ersten Familien in Deutschland, die ein Kind aus Vietnam adoptieren wollten. Margot Weyer hat die erste Begegnung mit dem fremden Mädchen noch genau vor Augen. Das war am Flughafen in Paris und es war natürlich sehr, sehr aufregend. Ich habe versucht, auch zu filmen oder zu knipsen, wie sie aus dem Flugzeug rauskommt, da die Treppe runter. Da ich keine Ahnung hatte, welches Kind es dann nun war, habe ich also alles geknipst, was runterkam. Und die Tränen liefen mir nur so übers Gesicht. Und ich habe natürlich vor lauter Aufregung nicht mehr gewusst, wo ich überhaupt bin. Ein Mischlingskind. Die Mutter Vietnamesin, der Vater vielleicht US-Soldat, niemand weiß es. Judith hieß das kleine Mädchen inzwischen. Sie war 2,5 Jahre alt, als Margot Weyer sie abholte. Erst dann konnten die beiden sich kennenlernen. Ich weiß nicht, ob schon irgendeine Beziehung entstanden ist. Ob sie schon wusste, da bin ich jetzt endgültig zu Hause, das weiß ich nicht. Zumal sie ja dann in Berlin erstmal für eine Woche ins Krankenhaus zur Quarantäne musste. Da sind wir jeden Tag hingefahren, haben durch die Fensterscheibe geguckt, wie die Kinder da spielten. Und dann durfte ich sie abholen. Dann wollte sie in die Hand nehmen und auf einmal schlich sich eine kleine Hand in meine Hand. Und da war es gelaufen. Dann sind wir Hand in Hand über die Straße gegangen und nach Hause gefahren. Die Weyers haben den Entschluss, ein Kind anzunehmen, nie bereut. Judith lebt inzwischen in München. Die heute 40-Jährige gehörte zu den ersten Kindern, die aus dem vietnamesischen Kriegsgebiet herausgeholt wurden, um bei deutschen Adoptiveltern aufzuwachsen. Ganz konkret wurde das, als ein Klassenkamerad meines Sohnes nach Hause kam mit einem Flugblatt, was er verfertigt hatte. Es war eine Pastorenfamilie, er konnte das im Pfarrbüro abziehen, verteilte das an alle Klassenkameraden, man soll ein Kind aus Vietnam adoptieren.
wenn das ganz konkret an einen herangetragen wird, sagt man zuerst, das wird schwierig. Wie geht das überhaupt? Damals wusste kein Mensch etwas über eine Adoption aus dem Ausland. Ein bisschen zurückgeschoben mal erst. Nee, das ist nichts für uns. Und auf einmal kommt dann der Gedanke, ja, natürlich ist das was für uns. Warum sollen wir das nicht tun? Wir können ja damit unseren Wunsch nach einem Kind erfüllen und wir können endlich einmal in einer so schrecklichen Kriegssituation, wie es der Vietnamkrieg ist, ganz konkret helfen. Erstmals in der Geschichte erreichen die Bilder eines Krieges über das Fernsehen ein Millionenpublikum. Soll man diesem Krieg nur ohnmächtig zusehen? Fast täglich gibt es neue Berichte aus Vietnam. Nacht für Nacht hört man hier Geschützfeuer. B-52-Bomber, die von der Insel Guam kommen, sind unterwegs und bombardieren Ziele nur 15 Kilometer vom Saigoner Stadtzentrum entfernt. Und wo die Bomben fallen, sieht es so aus, als liege dieses Land im Sterben. Das war ja auch die Frühzeit des Fernsehens mit den großen Berichten über entlegene Regionen, wo man plötzlich hautnah dran war, was heute für uns selbstverständlich ist, war damals verhältnismäßig neu. Und insofern hat eine Gesellschaft, die noch nicht fernsehübersättigt war, natürlich auf diese Bilder besonders reagiert. Wir auch. Wir sind eigentlich durch die Situation in Biafra zum ersten Mal auf die Kinder gestoßen worden, die dann ohne Familien dastanden. Und das war ja aber so, dass aus Biafra keine Kinder ins Ausland gegeben wurden. Und dann sind wir auf Terre des Hommes gekommen und der gedankliche Prozess hat sich halt immer weiterentwickelt. Also wir hatten schon ein persönliches Motiv, aber wir hatten natürlich auch dieses Bedürfnis, einem Kind zu helfen, das in einer schweren Situation ist. Hunderttausende Kinder hat der Vietnamkrieg elternlos gemacht. Verwaiste und verlassene Kinder. Vor allem Mischlingskinder werden in den Heimen abgegeben, anonym. Sie haben keine Chance, von einer vietnamesischen Familie aufgenommen zu werden. Die junge Krankenschwester Ilse Ewald arbeitet während des Krieges in einem Kinderheim in Saigon, von dem aus Kinder zur Adoption vermittelt werden. 4 Jahre lang, bis 1975, sorgt sie sich um das Überleben von Kriegsweisen. Während des Vietnamkrieges war es so, dass eben wahrscheinlich durch Armut oder Kriegsgeschehen sehr viele Kinder von Kindern in Waisenhäuser abgegeben wurden oder auch zeitweise den Nonnen auch vor die Tür gelegt wurden und die dann eben vielleicht Eltern hatten, aber die Eltern eben nicht fähig waren, diese Kinder zu versorgen. Und die dann auch zum größten Teil keine Papiere auch hatten, diese Kinder. Man wusste nicht den Namen, man wusste nicht das Geburtsdatum. Und dann wurden diese Kinder, nachdem sie dann eine gewisse Zeit in dem Waisenhaus waren, durften sie dann auch zur Adoption freigegeben worden. Wenn also bekannt war, dass es keine Eltern gab oder keine Angehörigen, dass die Kinder eben adoptiert werden durften. Diese Frau hat die Adoptionsarbeit ins Rollen gebracht. Die Australierin Rosemary Taylor. Ab 1968 gründet sie auf eigene Faust insgesamt 4 Kinderheime in Saigon, um vor allem Babys und Kleinkindern das Überleben zu sichern. Ilse Ewald, von der auch diese Filmaufnahmen stammen, begleitet die Australierin oft auf ihren Reisen in die Provinzwaisenhäuser. Von hier aus nehmen die Frauen Säuglinge mit nach Saigon, wo sie besser versorgt werden können. Fast wöchentlich werden Kinder aus Provinzwaisenhäusern in ganz Südvietnam herausgeholt. Häufig fliegen die Frauen in amerikanischen Militärhubschraubern mit. Die Waisenhäuser liegen zum Teil hunderte Kilometer von Saigon entfernt. Die Sterblichkeit dieser Kleinkinder war sehr hoch. Also ich kann es nicht ganz genau sagen, aber ich weiß es, dass es in einem Waisenhaus mal in einem Monat, ich glaube, 20 oder 30 Tote gab.
von Neugeborenen. Weil einfach die hatten die Nahrung nicht, die hatten auch nicht die Zuwendung. Die Flaschen wurden den Kindern einfach so mit einem kleinen Kissen oder was immer so in den Mund gesteckt mit großen Löchern und dann haben die Kinder sich verschluckt und dann daraufhin auch Lungenentzündung bekommen. Ilse Ewald kümmert sich in Vietnam vor allem um die Neugeborenen. Allzu oft bleibt die Fürsorge der Krankenschwestern jedoch vergebens. In einem Brief an Adoptiveltern in Deutschland schreibt Rosemary Taylor: Viele der Kinder hier sterben, bevor wir sie herausbekommen. Und weil der Tod hier so oft kommt und so leicht, weiß niemand, woran sie eigentlich sterben. Es kann Typhus sein oder Masern, Gehirnhautentzündung, Flüssigkeitsmangel oder irgendwas. So sterben viele Kinder noch, bevor sie ausgeflogen werden können. Und die Adoptiveltern bekommen erst das zweite oder sogar dritte Kind, das für sie ausgesucht wurde. Ein Foto ist der erste Kontakt zu den Familien, die auf ein Kind hoffen. Damals gab es nur die Möglichkeit, vietnamesische Kinder zu adoptieren. Später kamen ja auch noch Kinder aus anderen Ländern dazu. Dann kriegte Rosemary Taylor, mit der Terre des Hommes zusammengearbeitet hat, in Saigon die Namen und die Beschreibungen der Aspiranten mit Fotos. Und sie hat dann den Familien Kinder zugewiesen. Und wir kriegten dann ein Bild von unserem späteren Sohn und mussten uns dann entscheiden, ob wir dieses Kind annehmen wollen. Das war eigentlich nicht leicht, weil wir natürlich gedacht hatten, wir möchten gerne ein kleines Kind adoptieren. Und das Kind, was uns jetzt angeboten wurde, war ungefähr 2. Also das war das eine Problem, was wir hatten. Und das andere war natürlich auch ein bisschen die Hautfarbe. Obwohl wir damals eigentlich recht optimistisch waren, was die Entwicklung der Gesellschaft anbetraf. Wir dachten, das wird sich immer mehr verbessern und Leute mit anderer Hautfarbe werden also immer mehr akzeptiert werden. Ich habe dann auch zu meiner Frau gesagt, wir haben dieses Kind vorgeschlagen bekommen, genau dieses. Und warum sollen wir es nicht nehmen? Was bedeutet es für uns selber, aber auch für ein Kind, abgewiesen zu werden? Und wir haben uns nun auf diesen Weg eingelassen und dann haben wir gesagt, jetzt wollen wir das auch so versuchen. Ich erinnere mich, als wir dann das Foto unserer späteren Tochter bekamen, da waren wir also völlig närrisch. Mein Mann zog immer mit diesem Foto in der Brieftasche herum und zeigte allen Leuten, das ist meine Tochter. Und die Zeit, die wir warten mussten, bis sie dann kam, die war also schrecklich. Und wenn wir hörten Bomben auf Da Nang, wir wussten, sie ist in Da Nang, dann sind wir also rumgelaufen. Um Gottes Willen, was ist passiert? Ne? Judith lebte damals noch in der Obhut der Nonnen, bei denen sie als Säugling abgegeben wurde. Auch ihre Adoption hatte Rosemary Taylor vermittelt. Alle paar Wochen starten Kinder von Saigon aus in ein neues Leben. Die Reise wird durch Spenden finanziert und von freiwilligen Helfern begleitet. Manche Kinder mussten lange auf ihre Ausreise warten, bis Gerichte festgestellt hatten, dass es für sie in Vietnam keine Angehörigen mehr gibt. Ortswechsel. Die Geschäftsstelle von Terre des Hommes Deutschland. Heute eine international arbeitende Kinderhilfsorganisation. 1967 gegründet als Bürgerinitiative, die den Opfern des Vietnamkrieges helfen wollte. Terre des Hommes vermittelte nicht nur Adoptionen, sondern brachte auch kranke und verletzte Kinder aus Südvietnam nach Deutschland, um sie hier behandeln zu lassen. Das Fotoarchiv steckt voller Geschichten. Zum Beispiel die von Chin, die im Alter von 5 Jahren von einem Bombensplitter bis ins Rückenmark getroffen wurde.
Also ich weiß nur ganz deutlich, dass ich zurückgeguckt habe, als meine Mutter die Öllampe holen wollte. Und dann plötzlich spürte ich etwas auf meine Schulter. Und dann konnte ich ganz schnell noch in den Bunker reinkrabbeln, ne? Und dann wurden meine Beine auf einmal so steif und ich merkte gar nichts mehr. Die kleine Nob war 8, als eine Handgranate sie traf. Im Krankenhaus in Vietnam damals war sehr schlecht. Also die haben mich halt nachamputiert und dann mich in einem Krankenhaus gebracht. Und damals lag immer so 2 bis 3 Kinder in einem kleinen Kinderbett. Und ich weiß nur, dass ich Tag und Nacht nicht schlafen kann und immer geweint hatte und auch kein Tablett gekriegt damals, weil meine Eltern kein Geld hatte. Und wenn man kein Geld hat, ist in Vietnam, dass man nichts kaufen kann, also kein Schmerzmittel und gar nichts. Und die Kinder, die Beine noch haben, haben immer auf mich drauf getreten. Und da kann ich weder schlafen noch irgendwas machen. Da habe ich immer geweint. Ich war viel im Krankenhaus, mal in meinem Ort, in Tainan, und später dann in Saigon. Und in Saigon hat mich dann die Organisation nach Deutschland gebracht. Wir hatten ja einen vietnamesischen Vertreter in Saigon, der vorher schon Krankenhäuser ausfindig gemacht hat oder Flüchtlingslager, in dem Kinder untergebracht waren. Und es wurde unter dem Gesichtspunkt, ist dem Kind in Deutschland zu helfen, hat es eine Überlebenschance, ist es notwendig, es nach Deutschland zu holen oder können wir das nicht in Vietnam organisieren? Also solche Kinder, denen nicht in Vietnam geholfen werden konnte, solche Kinder haben wir nach Oberhausen geholt. Das Friedensdorf Oberhausen arbeitet anfangs mit Terre des Hommes zusammen, um Kriegskindern zu helfen. 1967 werden die ersten Kranken und Verletzten ausgeflogen. Abschied von den Eltern auf unbestimmte Zeit. Bis zum Kriegsende 1975 kommen mehr als 600 Kinder. Also ich war 5 Jahre alt und das, woran ich mich am meisten erinnere, ist, wie meine Mutter mich bis in ein Flugzeug reinbringen durfte. Ich weiß noch, dass es 3 Männer bedurfte, um mich von meiner Mutter frei zu machen. Und dann erinnere ich mich dann eigentlich nur noch, wie wir dann irgendwann im Bus waren und dann ins Friedensdorf reinfuhren. Das war ein für mich unvergessliches Erlebnis, dieses Flugzeug zu sehen mit all dem Elend der Kinder auch. Ich habe ja da Kinder mit zerschossenen Gesichtern das erste Mal ganz nah gesehen, aber auch diese ganze Versorgung, die während des Fluges ja auch mühsam war. Ja, und das war schon heftig. Aber hat mich nicht abgeschreckt oder gerade motiviert, weiterzumachen. Marlies Winkelheide engagiert sich als 21-jährige Studentin für Terre des Hommes. Sie sucht kostenlose Krankenhausplätze, verhandelt mit Ärzten und betreut die Kinder in dem für sie so fremden Land. Damals kamen kriegsverletzte Kinder aus Vietnam nach Deutschland, hier ins Friedensdorf Oberhausen oder zu Terre des Hommes. Und die Kinder, die direkt kamen aus Vietnam, die mussten 4 Wochen in deutsche Krankenhäuser in Quarantäne. Und dann wurden die Kinder aus den Quarantänestationen auf die Krankenhäuser verteilt, die Freiplätze zur Verfügung gestellt haben, um dann die Kinder zu behandeln. Wir hatten ja auch Kritiker, die gesagt haben, auch sie mir gesagt haben, damit beendet ihr den Vietnamkrieg nicht, wenn ihr hier 2 Kinder angeschleppt bringt oder 10 oder 100. Das ist eine Bagatelle. Für mich war das keine Bagatelle. Auch Chin kam zur Behandlung nach Deutschland, querschnittgelähmt. Geheilt werden konnte sie hier natürlich auch nicht. Aber sie wurde viel besser medizinisch versorgt als während des Krieges in Vietnam. Ein Kind, das nicht weiß, wann es seine Eltern wieder trifft.
Die erste Station von uns damals war Stuttgart gewesen. Und es war irgendwann Dezember, weil ich kann mich gut dran erinnern, ich habe Schnee gesehen, ganz weiß. Ne? Und der Arzt hat einen Schneeball so gemacht, weil mein Freund das gerne wollte. Und später haben sie uns in ein Krankenhaus, die nennt man Barmbeker Krankenhaus in Hamburg. Da wurden wir auch ganz gut behandelt und wir waren da so 2,5 Jahre. Und da habe ich auch Herrn Nopp kennengelernt. Chin ist heute nur zu Besuch in Deutschland, denn sie blieb damals nur 6 Jahre hier und kehrte dann zurück in ihre Heimat. Bist du schon erfroren? Ja. Geht dir gut? Ja. Auch Nopp, Chins Freundin, sollte zurück und ist doch in Deutschland geblieben. Sie hat hier geheiratet, 2 Kinder bekommen und vor allem wieder laufen gelernt. 2 Prothesen tragen sie durchs Leben. Ich war, wie gesagt, tagüber immer allein im Krankenhaus. Und da kommt ein Mann und eine Frau. Und die guckt im Krankenhaus rum und hat mich gesehen und gefragt, ob ich nach Deutschland möchte. Und da habe ich aber damals nicht gewusst, wo Deutschland ist. Und da habe ich gesagt, was soll ich in Deutschland? Und da hat sie gesagt, da kann ich wieder gut laufen, gehen wie normalen Menschen. Und da hat gesagt, ja, sofort. Obwohl mein Vater nicht da war. Und da habe ich ihr gesagt, ich würde gerne nach Deutschland kommen, damit ich wieder gehen kann. Die Krankenschwestern damals, die da gearbeitet haben und mich und meine Freunde da gepflegt haben, die haben uns so viel betreut und auch viel Liebe gegeben. Und also langsam haben wir das ja nicht mehr gespürt, dass wir Heimweh haben. Nach 2,5 Jahren Krankenhaus trennten sich die Wege der beiden Freundinnen. Chin kam in ein Rehabilitationszentrum von Terre des Hommes und kehrte 1974 zurück nach Vietnam. Ein halbes Jahr vor Kriegsende. Doch in dem Dorf ihrer Familie konnte sie wegen ihrer Behinderung nicht mehr leben. Sie kam in ein Heim. Ich weiß, dass heute das so ein Angriffspunkt immer wieder ist. Warum habt ihr das getan und warum habt ihr sie nicht hier behalten? Wir hätten kein Kind retten können, wenn nicht der Vertrag unterschrieben worden wäre, dass die Kinder wieder zurück müssen. Für mich war damals, dass ich keine Zuhause gefunden habe. Deswegen haben die gesagt, ich durfte hier bleiben. Also wenn ich dann mal meine Eltern wieder gefunden hätte, müsste ich zurück. Und ich wäre auch, ich meine, wenn ich nach der Behandlung zurückgemusst, dann wäre ich auch nicht mehr am Leben. Also glaube ich nicht. Nopp ist hier aufgewachsen, im Friedensdorf Oberhausen, dem Rehabilitationszentrum für Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten. 1967 gegründet und nur durch Spenden finanziert. Bis heute. Rund 1000 Kinder pro Jahr werden hier aufgenommen für die Zeit, in der sie in Deutschland behandelt werden. Sie bleiben so lange wie nötig und so kurz wie möglich. Damals war das anders. Viele Kinder aus Vietnam verbrachten ihre ganze Kindheit hier. Peter Stöbe war der erste Dorfleiter. Bei seinem Besuch erinnert er sich an die Anfangszeit des Friedensdorfes. Also ich sehe halt bös zugerichtete Kinder. Verbrannte, entstellte, wir hatten viele solcher Kinder, denen wir doch schon wie Vater und Mutter waren. Uns war klar, dass... Ganz unvermittelt geht ihm das nahe, auch wenn es schon so lange her ist. Aufnahmen von damals, das Friedensdorf 1972. Viele Leute haben das erste Mal
kriegsverletzte Kinder gesehen aus Vietnam. Sie haben zwar Vietnam jeden Abend im Fernsehen gesehen, aber das war nun die Realität, was der Krieg aus Menschen, aus Kindern machen kann. Und sie sind überwiegend positiv aufgenommen worden, auch von der Nachbarschaft. Es hat natürlich auch Leute gegeben, die gesagt haben, wir haben so viel Elend, was müssen wir in Vietnam Kinder helfen, sondern mal unsere eigenen Sorgen und Kummer. Das hat es auch gegeben. Aber Anfeindungen, Rassenhass oder was man jetzt so ab und zu mal hört, das hat es nicht gegeben. Nein? Wie heißt du denn? Sag uns das doch mal. Mai. Chrisma heißt du? Nee, Mai heißt es. Maja? Mai. Mai? Ah, so. Guck. Wie soll dein Püppchen denn heißen? Die Menschen damals sind offen, hilfsbereit und zugewandt, wenn es darum geht, die Kinder hier zu heilen. Doch bei der Frage, ob ein Kind aus Vietnam für immer hier bleiben soll, gibt es seltsam unbeholfene Reaktionen. Was damals noch alles sehr neu war, ein Kind aus einer fremden Kultur zu adoptieren, davon hatte das Jugendamt keine Ahnung. Es war offiziell auch sehr schwierig, die Regierungen in den einzelnen Bundesländern reagierten sehr verschieden. Einige sagten, na schön, wenn ihr da helfen wollt, von uns aus. Andere sagten, wie könnt ihr es verantworten, ein Kind aus seinem Kulturkreis herauszuholen. Andere wieder sagten, wie soll ein Kind mit unserem Wetter klarkommen? Da ist es doch so warm und hier kann es so kalt sein. Auf ihren Sohn aus Vietnam mussten Susanne und Gerhard Kurdes damals ein Jahr lang warten. So lange dauerte ihr Adoptionsverfahren. Heute ist Felix 37 Jahre alt, verheiratet und von Beruf Klavierbauer. Sein Leben, sagt er, hat für ihn in Deutschland begonnen. Felix war knapp 3, als er ankam, viel zu klein für sein Alter, unterernährt und konnte noch nicht sprechen. Langsam wuchs er in seine neue Familie hinein. Er hatte eine ganze Zeit der Fremdheit und es dauerte lange. Ich erinnere mich noch, wie ich abends mit ihm am Fenster stand, habe ihm das Donautal gezeigt und habe ihm erklärt, was man für Berge sieht. Und das war so ein Moment, wo ein anderes Thema, ein gemeinsamer Ausblick plötzlich auch so eine Beziehung entstehen ließ zwischen dem unbekannten neuen Vater und dem Kind. Und ich erinnere mich, dass ihm das gut getan hat. Das hat uns beiden gut getan. Er war eifersüchtig auf den älteren Bruder, auf jedes Kind, was in unsere Wohnung kam, war er total eifersüchtig. Der Nachbarsohn war ein großer, starker 8-Jähriger. Und dieses winzige Wesen, was nur 3-4 Schritte gehen konnte, ging also auf diesen Knaben zu und boxte ihn mit den Fäusten in die Schienbeine. Nicht? So, geh du weg. Er wollte nicht diese Eltern mit irgendjemand anderem teilen. Kümmert euch um mich, signalisierte der kleine Junge, nicht nur seinen neuen Eltern. Er suchte Aufmerksamkeit und bekam sie auch, manchmal mehr als seinen Eltern lieb war. Für seine Umwelt war das Mischlingskind der kleine Exot. Für die Umwelt hat es schon eine große Rolle gespielt. Das Kind war so süß, es war wirklich ein süßes Kind, nicht? Und alle Leute haben darauf reagiert. Also in Ulm erinnere ich, ich ging mit so einem kleinen Sportwagen, in dem der Felix saß. Und wir kamen an Leuten vorbei in der Stadt und der Felix winkte dann mit der Hand so ganz huldvoll den Leuten zu, die ihn alle entweder anlachten oder betätschelten oder sowas. Als er größer wurde, ließ das ja nach. Und er hat dann manchmal so die, wie sagt man da, die Clown-Rolle angenommen. Ich also hat dadurch versucht, die Aufmerksamkeit zu kriegen, die er eigentlich gewöhnt war. Und Felix, wie fühlte er sich als dunkelhäutiges Kind aus Vietnam?
Das war auf jeden Fall die Schulzeit. Da habe ich schon realisiert, dass ich anders aussehe und wohl aber doch Glück gehabt, nicht jetzt in dem Sinne so damit Probleme bekommen zu haben, weil ich mich immer in einem Umfeld umgeben habe, die also da mit mir keine Schwierigkeiten in dem Sinn haben, dass ich anders bin. Aber ich fühlte mich, und ich denke, das ist jetzt auch noch so in meinem Berufsleben, ich fühle mich schon immer, ich bin immer ein wenig anders. Ein Adoptivkind aus Vietnam, Ende der 60er Jahre, noch ungewöhnlich. Judith, die Adoptivtochter der Weyers, war gerade ein halbes Jahr in Deutschland, als diese Fernsehbilder entstanden. Die Tatsache, dass ich aus Vietnam komme, ist mir immer präsent gewesen oder immer bewusst gewesen. Das ist jetzt allerdings nichts, was mein Leben in irgendeiner Weise geprägt oder bestimmt hätte, also mein Leben in Deutschland. Als sie in den Kindergarten kam, sprach Judith schon perfekt Deutsch und kaum mehr ein Wort Vietnamesisch. Das Fremde in ihr sahen vor allem die anderen. Wenn ich jetzt einfach an die nähere Umgebung denke, der Drogist oder die Lebensmittelverkäufer oder der Würstchenmann auf dem Markt, die kannten uns und ich denke, die haben auch gefragt. Aber die waren sehr interessiert. Also ich habe so im Nachhinein das Gefühl, die fanden das eigentlich prima, die fanden das was Ungewöhnliches und haben da gerne nachgefragt. Also es war eine durchweg positive Reaktion. Viele sagten dann, ach, das ist ja wunderbar, was Sie tun. Und ich habe mir häufiger verkniffen, Sie können es ja auch machen. Die fanden das alle wunderbar und großartig. Aber nicht allzu viele haben gesagt, wie macht man das eigentlich, können wir das auch. Etwas tun, irgendwie. Ohne ehrenamtliche Helfer hätte es so etwas wie das Friedensdorf Oberhausen nie gegeben. Ohne sie wäre auch Ho Bo Tuongs Leben anders verlaufen. Sie kam mit Kinderlähmung hierher. Tuong ist in Deutschland geblieben und Kinderärztin geworden. Hallo. Ja, kleiner Mann. Wie geht's dir? Ihm geht's gut? Ja. Sie war 5, als sie 1971 ins Friedensdorf kam. Damals wusste sie noch nicht, dass sie ihre Eltern erst Jahre später wiedersehen würde und dass sie nie wieder in Vietnam leben würde. Ich habe die ersten 3 Tage nur geheult. Und danach, muss ich ehrlich sagen, habe ich es wohl scheinbar akzeptiert, dass ich die Eltern nicht mehr sehe. Ja? Und habe mich dann einfach mit dem Leben, das mir dann immer vorgesetzt wurde, dann irgendwie arrangiert. Und muss dann eigentlich wirklich sagen, richtig vermisst habe ich sie dann nachher nicht mehr. In Friedensdorf war aber schon so die Regelung, dass der Kontakt zu den Eltern gehalten wird. Das heißt, wir wurden dann schon so jede Woche oder so, wurde uns gesagt, so jetzt könnt ihr euren Eltern mal wieder schreiben. Also wir haben sofort versucht, ihre vietnamesische Art zu erhalten. Wir haben nach und nach vietnamesische Mitarbeiter geholt. Wir haben eine vietnamesische Schule gehabt. Wir haben zwar in Oberhausen keinen kleinen Vietnam gemacht oder machen wollen, aber es war uns wichtig, ihre Art zu erhalten, damit sie eines Tages, wenn sie nach Vietnam zurückkommen, dort auch weiter leben können. Wir wollten sie also nicht entfremden und dann aus ihnen Deutsche machen. Und doch sind etliche Kinder in Deutschland geblieben.
weil der Verlauf des Krieges und das Kriegsende die Rückkehr unmöglich gemacht hatten. Von meiner persönlichen Seite gesehen, muss ich ehrlich sagen, bin ich froh, dass es so gekommen ist. Denn wäre ich in Vietnam geblieben, hätte ich nie die Chance gehabt, diesen Beruf zu erlernen und eben auch so selbstständig zu leben mit dieser Behinderung, wie ich jetzt eigentlich hier drüben leben kann. In Vietnam ist es eigentlich schon so, dass jeder in der Familie seinen Teil zum Lebensunterhalt irgendwie bringen muss. Und das kann ein Behinderter schon manchmal nicht so gut, wie ein kleines Kind das kann. Und das heißt, er ist eine Last. Und für jeden, und somit heißt das eigentlich auch für die Partnerschaften später, wer möchte eigentlich einen Behinderten heiraten? Es gibt keinen Staat, der den Unterstützenden auffängt. Und das heißt, auch in der Form ist eigentlich ein Behinderter nicht gern gesehen. Ich denke, als Waisenkind noch hinzu, also Waisenkind und Mischlingskind, das wäre sehr, sehr schwer geworden. Und ich bin da auch immer ein bisschen ärgerlich geworden, wenn ich dann Argumente gehört habe, die von wohlmeinenden, strumpfstrickenden Soziologiestudenten, die wirklich das Beste im Sinn hatten, aber die dann gemeint haben, na ja, aber da wärst du doch wahrscheinlich irgendwie glücklich geworden und da hättest du in einem Fischerdorf gelebt und so. Da werde ich ein bisschen ärgerlich, weil ich mir denke, die Argumentation, dass man Kinder da aus ihrer Kultur herausnimmt, setzt ja voraus, dass man davon ausgeht, dass sie an dieser Kultur auch teilhaben können. Und als Mischlingskind und als Waisenkind kann man definitiv sagen, wäre das sehr, sehr unwahrscheinlich gewesen. Wäre es damals nach dem Bundesfamilienminister gegangen, hätten Kinder wie Judith gar nicht adoptiert werden dürfen. Weil, so der Minister, die Verpflanzung in eine ihnen fremde Kultur nicht im Interesse der betroffenen Kinder liegen kann. Judith ist froh darüber, dass die Weyers das damals anders sahen. Mit Vietnam verbindet Judith fast nichts. Nicht einmal die Neugier, mehr über ihre Herkunft zu wissen. Ich habe vor einigen Jahren mal junge Adoptierte interviewt. Da gab es dann immer die Frage, ob sie sich interessieren würden, ihre Heimat kennenzulernen. Und dann habe ich Judith gefragt, sie war damals 16 Jahre alt. Und sagt sie, eigentlich könnte das nur peinlich sein, wenn da eine fremde Frau käme und sagte, sie wäre meine Mutter. Mich hat nicht so sehr gereizt, wirklich konkret Leute zu finden, deren leibliche Verbindung ich darstelle, aber die mir ansonsten doch sehr fremd wären. Und das hat mich nicht gereizt. Konkret vor einer Person zu stehen, also sei es Mutter oder Vater, konkret davor zu stehen und was genau zu fragen. Ich denke, irgendwo lag vielleicht auch eine gewisse Abwehr dahinter. So genau will ich es gar nicht wissen, wie es gewesen ist oder warum ich entstanden bin. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, wäre gewesen zu wissen, wie sie ausgesehen haben. Insofern hätte eine Fotografie da Genüge getan. Auch Felix weiß nichts über seine leiblichen Eltern. Er wurde als Säugling anonym vor dem Tor eines Waisenhauses abgelegt. Seine Adoptivmutter fotografierte das Heim bei einem Besuch in den 70er Jahren. Hier verbrachte Felix seine ersten Lebensjahre. Also die reale Tatsache ist, dass man über die Mutter oder über den Vater nichts weiß. Die Vermutung ist halt, dass der Vater wahrscheinlich ein schwarzer Amerikaner war und die Mutter Vietnamesin, aber leibhaftig kenne ich sie nicht. Und diese Frau hat sich entschieden, das Kind auf die Treppe zu legen, was ja positiv war. Sie hätte es ja auch in einen Tüppel werfen können. Also sie hat dem Kind eine Zukunft gegeben, indem sie es in ein Waisenhaus gebracht hat.
Und damit sagen wollte, dieses Kind soll leben, aber ich kann es nicht versorgen. Ich ertappe mich schon manchmal bei den Gedanken, dass ich denke, vielleicht läuft ja die leibliche Mutter irgendwo jetzt noch rum. Ne? Und es ist halt ein Gedanke für mich, aber nicht jetzt so, dass ich sage, das kann auch irgendwann mal eine Wahrheit werden oder dafür ist es viel zu ungewiss, was es da alles so ist. Chin war 11, als sie ihre Mutter wieder traf, nach 6 Jahren in Deutschland. Wenn man als Kind so lange nicht zu Hause ist, dann ist es auch die Beziehung so ein bisschen weit. Man hat es nicht mehr so die Familiengefühle. Ne? Am Anfang habe ich die auch nicht erkannt, dass es meine Mutter war. Ne? Und bestimmt habe ich sie auch enttäuscht, weil sie hat mich gefragt, erkennst du, wer wir alle sind? Da habe ich nur den Kopf geschüttelt. Und das ist bestimmt auch, hat ihr Herz auch getroffen, ne? Und sie hat ja geweint. Chin verbrachte die restliche Kindheit in verschiedenen Heimen. Er lebte Flucht und Exil und die Nachkriegszeit in Vietnam. Heute arbeitet sie für ein deutsches Unternehmen und lebt mit ihrem ebenfalls querschnittgelähmten Mann in einem Wohnheim in Ho Chi Minh-Stadt. Wenn ich die Fotos von meinen Freunden hier gesehen habe, in der gleichen Zeit, was wir in Vietnam erlebt haben, in dem Vergleich, dann haben bestimmt meine Freunde hier viel besser. Die konnten hier Ausflüge machen, die können zur Schule, die können Ausbildung machen, alles. Und die müssen ja auch natürlich nicht verhungern, ne? Auch Thuong ist nach Vietnam zurückgekehrt. Einmal, für einige Wochen während des Studiums. Neugierig auf das Land, aus dem sie stammt. Ich glaube, ich habe erst, als ich in Vietnam war, als ich also mit 23 Jahren das erste Mal wieder Vietnam besucht habe, habe ich eigentlich erst dann gemerkt, was ich verloren hatte. Bis dahin habe ich es nicht gewusst. Und zwar, Friedensdorf war, habe ich bis dahin eigentlich immer gedacht, das war meine Familie, im Sinne von all den Leuten, die, mit denen man da zusammenlebt. Und das waren 100, 150 Leute. Und dann gab es natürlich Leute, mit denen man sich gut versteht und Leute, mit denen man sich weniger gut versteht. Aber ich habe gedacht, das ist eigentlich so mein Zuhause. Und so ist das Zusammenleben mit anderen Leuten. Bis ich eigentlich in Vietnam erlebt habe, was eigentlich Verwandtschaft und Familie auch bedeuten kann, was für eine Wärme das eigentlich sein kann und wie schön das eigentlich sein kann, nur weil man die Tochter von einer bestimmten Person ist, wird man automatisch von den anderen aufgenommen, ohne ja, vorher erstmal zu gucken, wer bist du, was machst du und hast du überhaupt was zu geben. Und ich glaube, diese familiäre Wärme oder diese Familienwärme, dieser Schutz der Familie, den hat, also da ist es mir erst danach bewusst geworden, was mir eigentlich gefehlt hat. Nước mắt nhung nhớ.
alles anders machen als die Eltern. Freiwillig eine neue Genügsamkeit leben, in selbstgewählten Gemeinschaften und in Übereinstimmung mit der Natur. Stadtkinder, die Ende der 70er Jahre aufs Land zogen. Aussteiger. Das Bergische Land. Lothar war jahrelang Hausbesetzer. Dann ist es genug. Ein alter Hof für ein neues, anderes Leben. Wir sind hier auferstanden aus Ruinen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war alles kaputt. 15, 17, 18 Jahre stand es leer. Die Dächer, die Scheunen, mehr oder weniger zusammengebrochen und alles bis zum Backhaus von Dornen überwuchert, wie bei Dornröschen. Der Sozialist, der sich ein halbes Leben für andere, Schwächere eingesetzt hatte, eigentlich Lehrer von Beruf, ließ die Stadt hinter sich. Erschöpfung, Neubeginn, Bauer werden. Er schafft sich eine Solaranlage an und orientiert sich ansonsten an den alten Bauern. Nur die alten Leute, die haben einen Schatz von Wissen, wie man das Korn lagert zum Beispiel. Sag ich, Werner, wie macht man das mit dem Korn? Ja, sagt er, du musst oben in der Schür, in der Scheune, ne, den Kornkammer machen, die muss luftig sein, in Säcke, in den Sack, ein trockenes Fichtenholz, damit die Feuchtigkeit daraus gezogen wird. Und wunderbare Techniken ohne Motor und ohne computergesteuertes Silo. Das funktioniert. Zur sozialistisch-grünen Gruppe gehörte auch damals schon Maggie. Maggie aus Köln, ebenfalls Hausbesetzerin. Auch sie wollte dieses Stadtleben hinter sich lassen. Sie tat sich mit Lothar zusammen und wagte den ersten Schritt. Ich habe dann mein Motorrad verkauft und habe dann den Bullen gekauft und habe dem Lothar gesagt, du musst dir eine Kuh dazu kaufen. Und das haben wir dann auch so gemacht. Wir waren im Januar sind wir da hingefahren und im März haben wir die geholt. Wir hatten ja noch kein Land für die Tiere. Maggie mit dem ersten, ihrem Galloway. Und hier, mit dem düster Gründchen, einem einsamen Tal, erwarben sie ihr erstes Stück Land. Einheimische aus dem Dorf gaben Ratschläge. Nur diese Galloways, zum Bauernhof gehören Milchkühe. Da haben wir gesagt, oh Gott, melken. Und ja, dann haben die gesagt, nee, zum Bauernhof gehören Milchkühe. Und dann dann haben die uns bedrängelt und der hat mir dann geholfen, gezeigt, wie man den Stall ausbaut da, mit den Anbindungen, alles. Wir wussten ja gar nichts. Und dann haben wir das gelernt, melken gelernt. Boah, die erste Kuh, das war ein Horror. Die trat den Eimer durch die Luft, die trat die Maggie durch die Luft. Also weil man das nicht richtig gemacht hat. Ausgebildet war Maggie als Buchhändlerin und Offset-Druckerin. Wenn ich an die Zeit denke in der Druckerei, ich hatte unheimlich oft mit Migräne zu tun und du führst ein völlig anderes Leben. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, die Arbeit selber, aber ich hatte auch oft schlaflose Nächte, wo du dann denkst, oh, klappt das mit dem Buchbinder und was ist mit dem Kunden, also was du auch selber gar nicht mehr dann so im Griff hast. Nicht weit vom Düstergründchen entfernt, im übernächsten Tal, wo die Bröl fließt. Das ist eine besondere
Mit einer Gruppe von Erwachsenen und Kindern